Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir ja über Zeke die Vergangenheit erfahren, dass er seinen Kern mit Pandoria geteilt hat. Und zwar war Zeke kurz vorm Sterben und dann hat der König, sagen wir mal so, der hat die gefunden gehabt und hat ihn die Hälfte des Kernkristalls transplantiert, würde ich mal sagen, Lord Bunga, der Faulige. Okay, der will auf die Fresse. Na dann. Komm mal näher ran, du. Dann geht der Kampf doch schon. Da geht der Party ja schon mit einem actionreichen Kampf los, okay. Naja, gut. Hab keinen Grund, mich zu beschweren, ne? Bunga, der Faulige, will halt auf die Fresse haben. Kann er haben. Kriegt er ganz gerne hier. So. Ich hoffe, der vergiftet uns nicht oder macht sonstigen Kram. Es wäre nicht so sonderlich nett. So. Und dann zack. Und dann wechseln wir zu Rock und machen den hier und das hier und das. 10.000 Schaden macht das. Das ist schon viel. Aber der macht uns aber auch Schaden, wie ich sehe. Und er rastet aus, natürlich rastet er aus. Aber Nia wird uns schon heilen. Hat er immerhin drei Klingen ausgerüstet, die heilen können. So. Dann ist Bunga der Faulige auch gleich tot, würde ich mal sagen. Ist halt ein Lappen, ne? Ist halt ein Lappen. So, zack. Da geht er down. Kommen wir irgendwie runter? Ich möchte ungern ins Wasser hüpfen. Aber gut, bevor die Sachen hier verschwinden. Sammelt die lieber mal ein. Ich habe gerade nämlich gedacht, das wäre giftig hier. Das war wahrscheinlich wieder so ein starker Gegner. Aber nicht mit mir, du. Nicht mit mir. Nee, nee, nee. So läuft das hier nicht. So, wir sollen jetzt wieder nach oben. Also zumindest zeigt das Symbol nach oben. Wie sieht die Map hier überhaupt aus? Oh Gott, das ist ja... Ja, also hier ist eine Sackgasse. Nee, warte mal. Hier ist eine Sackgasse irgendwo. Okay. Dann müssen wir ja woanders lang. Was ist hier? Das ist ein Gang. Ach, das ist ein Tunnel. Ich dachte, das wäre eine Ebene tiefer, Alter, auf der Karte. Na, können wir es öffnen? Ja, natürlich. Oh, ein paar Kernkristalle. Immer ganz nett. Nice to have. Aber hier sind wir nicht richtig. Wir müssen irgendwo anders lang. Und zwar hier hoch. Spiralgang, ja. Will ich nach unten? Nee, will ich nicht. Wir sollen ja eh nach oben. Ich hoffe, wir gehen nicht zu hoch wieder. Hier. Jetzt sind wir zu hoch. Also ist ja hier sehr kompliziert. Sehr kompliziert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier lang will. Ach, da hinten müssen wir hin. Ah, okay. Jetzt sieht man das erst. Die Krabbe nervt ein bisschen. Aber die tut uns nichts. Hier kommen noch mehr solche Viecher hoch. Das ist natürlich sehr nett. Aber die können wir getrost ignorieren. Das sind halt Lobobs, ne?
Aber Sammelpunkt nehmen wir mit, das können wir, das nehmen wir auch mit. Ja. Bisschen Kettengras rauchen. Können wir uns später irgendwo in einen Joint reinmischen oder so. Natürlich nicht, natürlich nicht. Das war ein Witz. Da unten waren wir schon, da ist ein Schatz, aber hier ist nichts. Hier wollten die uns eine Falle stellen. Wenn ich jetzt unterlevelt wäre, wäre ich wahrscheinlich draufgegangen. Sagen wir es mal so. Das war nämlich eine schöne Falle. Kann ich euch garantieren. Wenn ihr nicht mit meinem Level habt, ich bin Level, also welches Level bin ich? Ich habe gerade keine Ahnung, ich guck mal kurz. Ich drücke mal auf X, ich will das nicht. Ich bin Level 68. Wenn ihr unterlevelt seid, dann könnt ihr euch wahrscheinlich hier euch richtig hart zerficken. Das ist nicht nett. So, dann gehen wir diesen spinnigen, mit Spinnenweben vollgesifften Gangen entlang. Gucken wir mal. Stimmt, da kommt uns bestimmt gleich was entgegen oder so. So wie das hier aussieht. Bin kein Fan von Spinnen. Und das sieht ja sehr eklig aus, muss ich euch sagen. Ich kriege von Spinnen sogar Albträume. Okay, wir sind angekommen. Nix. Kyukeda. Skoshi nagaku aruki sugita. Demo. Asettara akan. Mada saki wa nagai de. Nia mo suwari. Nan yattara hiza makura demo shite ru ka? Jōdan wa kao dake ni shina. Gomen. Ore kizukanakute. Hayaru kimochi wa wakaru. Ki ni suru na. Hana, ima no uchi ni kudoro o hiyashite oku mo. Ai ai desu mo. ありがとう。ああ、違う違う。ちゃんと鼻をつまんで肺を広げるんだ。背筋を伸ばして胸を張るようにして。これもサルベージャーの基本か。いいからやってみろって。 聞くね。だろ。この方法で俺も昔は先輩連中の世話になったもんだ。親代わりとか自分で言うくせにみんなろくなことを教えてくれなかったけど、こうして役に立つこともちょっとくらいはあったんだ。親代わりか。私の本当の親はそういうのあまり教えてくれなかったな。 父親はグーラでは、それなりに名の知れた漁師だったんだ。やたら勉強はさせられたけど、全部一人前の女になるためのたしなみとかで、今になって役立つものなんて一つもなかったよ。お嬢様だったんだな、ニア。想像つかないけど。殴るぞ。勉強は嫌いだった。 でも今から思えば、あの時が一番幸せだった。お父さんと、それから姉さんと3人で。姉さんがいたのか。体が弱くてさ、よく付きっきりで看病したよ。お父さんはそんな姉さんの体を治そうといつからか人を集めて 研究に没頭するようになって、そこからの思い出はあんまり幸せじゃないものに変わっていくな。ニア。
父さん、お金を使いすぎちゃって、結局領主の立場を追われて、私たちは根なし草になった。姉さんもね、そんな生活に耐えられるわけがなくて死んだんだ。それからすぐに。つまんない話を長々続けちゃったね。にしてもこれ本当に効くな。なんだよ、こんなのがあるんだったら最初からよこせよ。もう平気だ。行こうか、レックス。Also hatten die ja auch wahrscheinlich eine sehr traurige Vergangenheit. So, wir sollen hier wieder runter. Oh, das sieht schon sehr böse aus. Das sieht schon sehr böse aus. Moment. 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 Ich will hier einerseits hier schon runter. Andererseits will ich da hinten die Truhe haben. Aber komme ich denn von da aus wieder zurück? Ich denke nicht. Das mache ich denn offscreen. Ein bisschen abchecken hier. Ein paar Sachen holen, die mir noch fehlen. Wie tief sollen wir denn runter, Alter? Sollen wir ganz nach unten? Ich denke nicht, ne? Ich denke, wir sollten dahin. Dann müssen wir erstmal durch den Giftsumpf hier. Wobei, ich könnte auch gut draußen rumlaufen. Was will der Moni denn, der Erfahrene denn von mir? Der hat eine Klinge. Das Ding. Der hat mit dem Kernkristall resoniert. Ja gut, kann man machen, ne? Der Erfahrene ist ja ziemlich erfahren, deswegen. So, kriegen wir wenigstens actionreiche Kämpfe mal, ne? Ich hoffe, ich fliege noch nicht runter, aber das wäre echt fies. Das will ich nicht mehr versuchen zu verhindern. Ah, hör auf, also zu wehren. Komm, hier, kann man langsam mal deine Wirbelstürme aktivieren? Das kann doch nicht sein. So, aktiviere ich das gleich mit. Ah, ich kann das ja gar nicht. Die haben. Ich krieg das nicht auf Stufe 2. Warum nicht? Welche Kettenfessel drin irgendwie? Oh, gut, dann. Mach es halt nicht so, ne? Dann besiegen wir den halt mit ganz normalen Kombos. Ah, Rückprall ist nicht sehr nett hier. Könnte fies enden. Ich möchte nicht unbedingt hier runterfallen, dann muss ich irgendwie wieder ganz hoch finden. Und das wäre echt dumm. Das wäre zu dumm. So. Ah, das ist auch Level 48, wie das Ding vorhin, glaube ich. So. Der Erfahrene, ja, ja. Sollte aber bald down gehen. Dass wir nur Stufe 1 Dinger aktivieren können, das ist ein bisschen ärgerlich. Jedes Mal diese Abwehr immer, ey. Und da geht er down. Schon wieder so ein einzigartiger Gegner, ne? So. Denk mal ein bisschen hier hin, oder? Ich weiß es nicht. Ne, wir müssen ganz nach unten, lol. Warum ist politisch müssen wir denn? Okay. Da aktiviere ich nicht, da kommen wir wahrscheinlich wieder hoch. Dann gehen wir mal in diese Höhle rein. Ich möchte nicht in diesen Sumpf reinlaufen, aber ich muss kurz. Ja, das ist Gift, okay. Man sieht nichts. Er sieht wahrscheinlich noch weniger als ich. Oh Gott.
Aber ich habe übrigens die Karte. Lichtrückstände, was ist das? Habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe Leute alle weggeschickt, die mit Feuerelement. Ich will hier nicht runter. Ach doch, hier können wir runter. So. Und dann müssten wir hier landen. Ja, kriegen wir hin. Brücke des Gedenkens. Gut, dann sind wir angekommen. Oh Gott, was brauchen wir hier? Was wird denn jetzt hier verlangt? Was ist das? Wieso ist das so zugestachelt? Das ist... Natürlich hat das mal was mit der Aegis zu tun. Aber es wäre jetzt saulustig, wenn die Dinger jetzt einfach wieder zuschießen würden. Zack, Ende. Okay. Let's Play ist zu Ende. Spiel ist zu Ende. Sehr traurig. Oh mein Gott. Ja, da habe ich ein bisschen mehr Sicht. So, wo sind wir? Alter, das ist die Höhle. Geht ja. Wie lange geht die Höhle? Höhle Mittelebene. Okay, wie sollen wir nach unten? Die ganze Karte sieht man noch nicht. Doch, oder kann ich die öffnen, die ganze Karte? Warte mal, ich öffne mal kurz mal. Okay, wir haben eh nur einen Weg. Da unten lang. Was hab ich getan? Egal. da ist eine Truhe, habe ich gesehen, im Augenwinkel. Hier am Ende. Mal gucken, ob wir was brauchen, um reinzukommen. Nee, wir können die einfach so öffnen. Okay, das ist gut. Ja, ein bisschen Geld. Ja, gut, schade tut's nicht, ne? Frag mich ja, ob das hier alles mehrere Ebenen sind oder ob wieder, ob man einfach nur wieder die Gänge einfach nur in derselben Ebene hat auf der Karte. Ah, okay, das ist eine Mauer. Da kann man klettern. Ja, das, da kann man klettern. Diese Höhle, ne? Die ist schon echt. Die ist echt mega lang. Hier ist wieder ein Schatz, nice. Dürfte ich den Kernkristall haben? Danke. Wir müssen tatsächlich woanders lang. Wir müssen irgendwie hier lang. Was? Quelle des Bus fertigen? Okay. Ja, hier müssen wir definitiv lang. Okay, was für ein Raum erwartet uns denn da? Halle der Entbehrung. Oh Gott. Die Dinger halten uns, oder? Ich hoffe. Wobei die Dinger da, die dünnen Dinger würde ich nicht sagen, dass die einen halten.
Ich lauf lieber die kleinen lang und unten. Ich möchte auch ungern runterfallen. Lässt ihr uns durch? Ja, lässt. Oh Gott! Spinnennetz. Können wir das. Können wir nicht. Ich würde gern. Ich habe Angst, dass das Ding einreißt. Na, das natürlich reißt das genau ein. Oh Gott. Können wir von hier aus weiter. Jo, die werden auch immer größer, ne? Nee. Müssen hier aber durch, glaube ich. Oder ist das oben? Wie kommen wir denn wieder hoch? Ich muss irgendwo einen Weg nach oben begeben. Oder kann man hier an den Säulen hochklettern? Das wäre es ja. Kann man denn wieder hoch? Hä? Blick ich gerade nicht. Kann man hier hin teleportieren irgendwie? Natürlich nicht. Ich würde hier ganz am Anfang dahin teleportieren. Oh Gott. Sowas gefällt mir ja. Aber ich muss es doch irgendwie hochgeben. Es kann nicht sein, dass es nicht ist. Vielleicht sind wir nicht nah genug dran. Normalerweise müsste also ein Klettersymbol kommen. Ich laufe einfach mal den Raum ab. Irgendwo muss das ja so sein. Ne, hier auch nicht. Hä? Verstehe ich. Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Muss ich tatsächlich. Lass mich doch durch. Ach, warum von der anderen Seite, Alter? Oh Gott. Muss ich das tatsächlich da niederbrennen? Da hinten. Oh, ey, es gefällt mir ja wirklich ungemein. Ungemein gefällt mir das. Dass man hier nicht wieder nirgendwo wieder hochkommt. Soll die Scheiße. Also gehen die von aus, dass man hier. Die gehen auf jeden Fall. Das Spiel geht dann wahrscheinlich hier gerade ein von aus, dass man auf jeden Fall hier durchkommt. Dass man noch zwei zu der, die Feuerelement und Windelement hat. Okay, davon geht das Spiel halt aus. Klar. Und was, wenn nicht? Was, wenn ich nicht hätte? Dann muss ich mir immer jetzt umrüsten. Ich brauche. Noch ein Feuerelement, habe ich noch ein Feuer? Ich habe da noch ein Feuer. Und hier noch ein Feuer. Und hier noch ein Wind. Hier noch ein Wind. Hier noch ein Feuer. Komme ich jetzt durch? Ja. Wie dumm wäre das, wenn ich hier. Oh Gott, ich drücke mal X, um das Menü aufzurufen. Mann, Mann, Mann. So, kurz wieder Klingen wechseln. Zack. 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 Aber denen ist das jetzt egal. Die habe ich hier E-Karten momentan nicht im Team. Mensch, Mensch, Mensch. So, ich hoffe, wir sind hier richtig. Unterste Säulenkammer. Der Schiebstein. Jetzt brauchen wir noch Beobachtungsgabe, Alter. Ich glaub's nicht. Ja. Da mache ich das mal. Welche Klingen haben eine Beobachtungsgabe? Ich gucke einfach mal. Den brauchen wir gerade nicht. So, wo kann man das nochmal gucken? Bei der Spezialtoilette. Ja. So, Beobachtungsgabe.
Du hast eine Beobachtungsgabe. Reicht das? Ich habe nur gerade nicht drauf geachtet. Ich weiß nur, dass Beobachtungsgabe fehlt. Ja, okay. Alter, wie lange geht dieser diese Höhle, Alter? So, umrüsten. Ich möchte nämlich gerne wieder mal mein Dingens zurückhaben. Ich habe nämlich die Ding noch nicht trainiert. So. Alter, ist das nervig hier teilweise. Hier verlangen die schon wirklich, dass man ganz viele Blades hat, sonst kommt man hier nicht weiter. Vor allem diesen Raum ohne... Wenn du da runterfällst, da kommst du halt nicht mal wieder hoch. Was ist das für eine dumme Scheiße? Da ist ja längst so eine Leiter gewesen. Zumindest habe ich keine gesehen. Oder habt ihr eine gesehen? Oder ist da zufällig eine? Wisst ihr das? Weil ich kam da, ich habe gerade nichts gesehen. Habt ihr ja gesehen, dass ich nichts gesehen habe? Ihr habt ja auch wahrscheinlich auch... Also in meinem Video habt ihr dann auch nichts gesehen. Denke ich zumindest. Oder ich habe was im Augenwinkel verpasst. Naja. Ich hoffe mal, wir sind gleich bald da. So. Hier sind auf jeden Fall sehr viele komische Schlangengeschöpfe. Alter, der macht Wettrennen, Alter. Der hat's eilig. Solange die uns nicht angreifen, ist ja alles in Butter, ne? So. Holen die hier nochmal lang. So, und da geht's dann gleich weiter. Ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Denn wenn ich jetzt eine großartige Cutscene starte, geht das wieder über, macht das wieder über Länge. Und beim, ich möchte das halt immer eine halbe Stunde halten. Solange es geht. Gegen Ende wird es wahrscheinlich länger sein. Aber das werden wir ja dann sehen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles 2. Haut rein und tschüss.